kann nie genug Werkbänke haben. Nö, ist echt so. Das sind die Dinger, die am häufigsten verschwinden, weil keiner Bock hat, die selber zu machen. Die werden immer geklaut. Ja. Von fiesen Endermännern, so wie die Öfen. Nee, mir ja noch unschlüssig, wie ich hier weiter verfahren werde mit der Mine. Ja. Ich schätze die. Jetzt könnte es mal wieder Tag werden. Bei mir passiert, sagen wir es mal so, nicht viel. Das sind die Anfangsfolgen. Wenn man gleich Eisen hat, geht's ja relativ schnell. Max wirft seine Holzspitzhacke weg. Kannst du ja gerne haben. Nehmt gerne, da habe ich was zum Brennen. Bin ich nicht so begeistert von. Nehmt gerne, damit kann ich dann im Ofen etwas brennen. Ist echt so. Weiterverwertung, so liegt der Scheiß nicht bei den Kisten rum. Erstens das, zweitens, man sammelt es nicht einfach wieder ein, wenn man Tür rausgeht. Drittens, ja, damit kannst du wirklich verdammt gut brennen. Geht halt so schnell, bis es weg ist. Tools etwas langsamer. Also ja, immer etwas mehr. Also ich werde wahrscheinlich auch mein erstes Zuhause erstmal hier in diesem Ding hier bauen. Und du baust bestimmt wieder aus Dreck. Ja, baut er. Dann baut ihr schon im Berg, also Dreck. Nein, du Justin, baust du aus Dreck? Nein, ich baue immer wie beim, sofort wie aus beim Holz. Wie beim alten Server, let's play deine Dreckhütte. Da hatte ich das erste Mal überhaupt Dreck genutzt. Die sah so legendär scheiße aus, dachte ich mir. Aber ich werde wahrscheinlich noch mit Holz ein bisschen nachbessern. Damit es so ein bisschen besser aussieht als mit Dreckzeug da. Ich möchte mich halt diesmal nicht wieder in den Berg graben, nicht so wie die letzten 30 Häuser. Ja, ich werde erstmal mich erstmal in den Berg graben und dort, Weiß jemand, ob es schon Tag wird? Ich habe so das Zeitgefühl nicht. Sagen wir es mal so. Der Mond ist leicht über dem Zenit hinweg. Oh, scheiße. Also ich kriege hier richtig viel Steine raus. Also das ist jetzt so der erste Grund, warum ich hier ein bisschen erstmal in den Berg mich reinbaue, um Steine zu sammeln. Weil die brauche ich dann später wahrscheinlich. Da kann ich mich dann nicht beklagen, wenn ich die dann im Überfluss habe. Nee, später hast du zu wenig Steine. Hab ich dann so. Wenn man den Berg baut, hat man immer zu wenig Steine aus irgendeinem Grund. Warum auch? Ja, wenn man die Steine zuerst mal wegschmeißt, wenn man sich denkt, ich baue eh in den Berg rein, das ist doch nicht schlimm. Ja. Genau, und ich schmeiß die Steine jetzt nicht weg. Zumindest versuche ich das. Was ist Opfer dafür eine Kiste. Was denn? Creeper-Monster? Ja, direkt vor meiner Tür. Ich wüsste gar nicht mehr, ob die explodieren. Dennis, guck mal nach, ob die noch explodieren. In dieser Welt. Ja, er ist unser Server-Tester. Beta-Tester. Justin, ich bin bei dir. Ja. Wo ist die Tür? Ich hab keine Tür. Aber Tesla steigt wieder zu. Und eventuell hätte ich dann morgen sogar vor, auch nochmal aufzunehmen, aber da vielleicht irgendeine. Ich hab dir sogar eine Fackel spendiert, Justin. Danke. Ich muss erstmal hier ins Haus rein. Oh, ich lebe. Und danke für diese tollen Blumen. Die ich nicht brauche. Ein bisschen weiter kann ich hier auch noch gehen. Ja gut, ich könnte ja eigentlich mal testen, ob die mich töten. Ja. Die Creeper. Da du ja nicht mal wirklich aufnimmst, kannst du Game Mode 1 gehen. Aber die explodieren ja nicht. Nein? Oh. Nö. Ich nehme es. Ich glaube, ich kann mich nicht beklagen mit dem Stein. Ich höre, wenn du
Ich baue einfach weiter. Also, Verkäfern leider unbesorgt sein. Alter, hör auf zu zischen, du Scheißding. Willst du einen aufs Maul? Oh, schau dich ja, mal Schippe. Ich mag dich. Ich will von dir einen aufs Maul. Ich lieb dich, Dennis. Komm, ich verprügel dich sogar mit einem Stück Scheiße. Also Dreck. Oh, du bist tot. Was bist du für ein Muschi? Sag's ruhig, Dennis. Sag's Muschi, ruhig. Fotze. Ja. Weißt du noch, darf ich OP? Und dann kam da in den Chat, oh großer Gebieter, darf ich fortzulecken? Ach, das waren noch tolle Zeiten. Das müssten wir mal wieder machen mit dem Server. Und dann weißt du noch, 666, einfach mal Schlange. Oder 4 plus 2 ist gleich Seife. Seife, was ist Seife? So, wenn man S und F, wenn man S statt S, F ausspricht und Seife sagen will, dann. Five. Ah, das geht eher mit alle Hühner picken auf der Straße, wenn man den Mund so auseinanderzieht. Alles klar. Ja. Ist besser. Hört sich besser an. Die Leute wundern sich schon, was ich hier vorhab, aber ich sag natürlich noch nichts. Ein ja. Geheimnis sein. Ich baue mir lieber eine Schaufel. Schaufel ist natürlich auch toll. Wo ist mein Stein hin? Ah, in der Kiste. Da gehört er nicht hin. Hui. Fortgeschrittenes Handwerk. Ich hab eine Schaufel. Jetzt leuchte ich ja noch mal ein bisschen aus. Ich befreie erstmal alles von diesen hässlichen Grasbüschen. Jetzt auch schon wieder Tag? Ja. Mhm. Ah, dann kann ich mal die Tür wieder aufmachen, beziehungsweise eine Tür erstmal bauen. Ich hab schon eine. So, krieg mal gleich drei Türen hier raus. Ist auch wunderbar. Mhm. Wunderbar. Dann würde ich hier auch gleich ein bisschen mit Holz verschönern von außen. Damit es nicht ganz so matschig ausschaut. So wie deine Videos, ne? Matschi LP. Hallo Matschi LP. Ja, den Namen habe ich ja jetzt geändert, ne? Wieder zu Max Craft. Zu den Orange langweiligen. Genau, Orange. Als ob ich Orange. All den langweiligen. So, ich hab Orange verstanden. Dafür hätte ich mich jetzt schon übelst geschämt, ne? Wenn du mich als Orange-Abklatsch so bezeichnen würdest. Nee, du bist eher ein Gronk-Abklatsch. So ein Orange-Abklatsch. Ja, ich imitiere Gronk sowas von gar nicht. Alter, jetzt habe ich ja sogar schon die ganze Fläche von diesen hässlichen Büschen befreit. Oh, sei davon. Der Creeper folgt mir die ganze Zeit. Den kannst du dann jetzt auch erlegen. Nö, das ist mir doch egal. Creeper Monster. Also. Und nicht gerade unnervig. Muss ich ja aufpassen, dass nicht gleich auch einer gleich hinter mir steht. Die machen nichts. Die können ja nicht explodieren. Ich? Und nee. Ich habe hier schon mein erstes Eisen gefunden. Habe ich auch schon. Ganz toll. Dachte ich mir auch. Ich baue immer noch mit Holzspitzhacke. Was? Die von mir, was? Ja. Ist das die? Ja. Muss man natürlich ausnutzen. Weil ich habe hier so viel ja, Stein, ich kann mich nicht beklagen. Und das reicht locker für 1 Million Spitzhacken. Habe ich die andere kaputt gemacht? Ach, naja. Mach jetzt gleich auch noch eine kaputt. Mach ich erstmal wieder. Boah, du scheiß Creeper, hör auf zu zischen. Jetzt. Werde ich dann später ein bisschen ausbessern, natürlich. Das ist die Frage, baue ich mich an Kohle vorbei, oder?
Jetzt habe ich schon mal erstmal so ein bisschen vorbereitet hier. So eine kleine Base entworfen. Aber jetzt werde ich jetzt erstmal mich um draußen kümmern. Von außen sieht das Ganze noch ein bisschen schäbig aus. Bisschen scheiße, meinst du? Natürlich. Deswegen, Boah, Alter, geht mir der Creeper gerade auf den Sack. Und die Spinne hier. Ich habe mir noch kein Schwert gemacht. Scheiße, wenn die Spinne mich hier so im Schatten. Mach ihn fertig. Ja, erledigt. Achso, der Spitzhacke war natürlich schon im Ofen. Was denn, ich bring dir Besuch mit. Eine Spitzhacke reicht genau für ein Holzquote. Obwohl, der Besuch ist schon gestorben. Aber Leute, das ist ja auch erst die erste Folge. Muss ja nicht direkt schon von Anfang an alles perfekt sein. Die erste Folge? Die erste Folge? Wohl eher die erste Aufnahmesession. Natürlich die erste Aufnahmesession. Ja, ich würde sagen, die erste Folge wird so heute nicht bleiben. Natürlich. Ja. Wir werden noch lange aufnehmen. Noch lange. Noch sehr lange. Die Festplatte voll ist. Ich hab morgen nichts vor, beschreiben wir es so. Ich hab morgen eigentlich auch. Zumindest ich hab weniger vor. Ich hab natürlich auch nichts vor. Wie du immer bist, natürlich. Du bist Student. Halt einfach dein Maul. Und dann auch noch bayerischer Student. Jeden Tag Bier trinken. Und du Weichwurst. Weichwurst. Döner. Was? Die in Bayern kennen Döner. Döner und Shisha. Döner und Bier, was? Und McDonalds-Woche. McDonalds in Bayern, Alter. Dings, ich hatte wirklich die Woche meine McDonalds-Woche. Hatte ich auch schon mal. Mach das aber keine zwei Wochen am Stück, dann hast du Dünnpfiff. Das hatte ich so. Dünnpfiff. Dünnpfiff. Dann kommt der die Scheiße richtig rausgespritzt. Weißt du, ich bestell mir dann alles so und das alles zusammen und so, ich so, ja, okay, das sind dann hier die zwei Tabletts. Ja, und dann, was, das haben sie hier nicht auf eins gebracht. Nee, ja. Hat leider nicht drauf gepasst. Aber das passt doch auf alles in einen Magen, also strenge sich mal an. Vielleicht, wenn man die Burger aber so irgendwie so hochkant drauf das Tablett stellt. Wie scheiße das einfach aussehen würde. Oh mein Gott, ich habe Eisen gefunden. Und ich brauche jetzt unbedingt eine Schaufel. Mach ich gleich mal zwei hier. Oh, ich weiß jetzt schon, ich kann so viel terraformen. Ja, Dennis. Machst du da den kompletten Berg weg oder wie? Du siehst doch den Berg, oder? Ich bin dann in der Höhle. Nehme ich direkt mal hier den Sand mit. Bevor der Justin mir den Sand hier wegschnappt, ne? Den Sand habe ich auch schon ohne Ende. Genau diesen einen Strand machen. Mein Privatstrand, wo ich alles abbaue. Musst du natürlich wieder Sand hinplacen, weil der ist jetzt natürlich weg. Justin, ich kann ja aus Versehen mal abrutschen. Ups. Also wir warten, bis ein Creeper-Monster da explodiert und... Die können doch nicht explodieren. Nicht? Ja. Nein. Warte. Boah, Alter, hörst du mir auch zu? Ist ja voll langweilig eigentlich. Ja. Wovor hat man dann hier noch Angst? Ist ja keine Herausforderung hier. Was Zombies. Justin, kannst du das nicht wieder irgendwie aktivieren, dass die Teile noch was können? Irgendwie? Könnte ich. Dann mach das doch. Nee. Das ist langweilig. Geht das nicht für diese Welt hier? Da ist das global ausgemacht. Kann sein, dass das global ist. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht, frag den Server. Okay. Du kannst ja mal nachschauen die Woche. Ist ja, hättest du ja nicht. Ist doch nur fertig, ja nicht. Am besten heute. Ja, heute noch. Bis 22.15 Uhr soll ich da nachgucken, ne?